Okay, servus, Leute. Ich kann Ihnen gerade keine richtige Antwort machen, vielleicht war ich noch gleich was davor, weil es ja aus irgendeinem Grund schon hier direkt reingesprungen ist. Ich hatte gar nicht das Okay zum Eingeben oder sowas. Was man ja immer hat, wenn man über Landplay kämpft. Also, moin Leute, erster KDL Cup. Ich bin übelst angespannt gerade. Es ist. Ja. Es ist mal wieder ein. Match, ja. Es ist ein Match, ja. Okay, cool. Cool, Patrick, dass du uns das gesagt hast. Jo, ich werde mit dem Ball da reingehen, im Lied. Für den es auffällt, ja, das sind alles Namen der nordischen Mythologie, auf die ich irgendwie Bock hatte, weil Ivelta ja auch so quasi an diesen Adler angelehnt ist, auf dem, am Weltenbaum. Da mir so, jo, machst du mal die kompletten Kader auf Nordisch. Also, was haben wir denn? Wir haben quasi seine kompletten Hayatiers hier dabei. Mewtwo. Heatran. Bolo. Schauen wir halt mal auf hier. Hugh Hefner. Koba. Und Nidoking. Jo. Fuck! Ich hab abgesendet, ne? Okay. Ich sollte ja eigentlich mein Team eingepackt haben. Schon. Oder hab ich schon beschädigt? Ich hoffe mal, ich hab schon beschädigt. Sonst ist es gleich halt Lasche gegen Lied. Vielleicht ist auch besser so, wenn er im Lied ist. Kann passieren. Wäre auf jeden Fall ein guter Start in das ganze Ding rein. Damion. Nidoking. Okay, den finde ich. Ah, perfekt. Der Lied war geplant. Der Lied war absolut geplant. Passt schon. So, okay. Also, er hat kein Water-Tap dabei, oder? Ich darf mal Ice Beam. Also, ich höre eigentlich eh wieder raus am Ende. Und damit wird mich nicht killen, weil Full Spätzle bin ich ja meinst nicht im Kalk. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich hab Bock. So. Ich mach vielleicht doch mal einen Kalk auf, weil ich dann weiß, ob das Ding auch gescarft ist oder so. Er geht direkt raus, okay. Wenn das schleicht, den Kalk. Also, falls ihr aber so mit Klick hier hört, es liegt daran, dass ich gerade kurz was kalken will. Ice Beam kommt. Okay, der macht nothing. Ist immer schön, wie das Programm für Slamplay absolut die Internet von PC fickt. Jo. Wie machen wir das denn hier? Ich würde gerne wissen, was mir so ein Live-Hop-Set macht. Aber soll ich erstmal ein Missset einfügen? Also ein paar ältere Sets gerade drin vom letzten Ulti-Match, sehe ich noch. Mewtwo. Nächste Plot. Also ich mache einen T-Bolt. Das ist das Stärkste, was der machen kann, glaube ich. 50%, okay. Ich will mal toxen. Delegator, scheiße. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber ich kann mit Scald den Sub eigentlich breaken, sehe ich hier gerade. Ich hätte einfach Scalden sollen. Okay, er ist aber auch schon mal kein Life-Upset, das ist auch schon mal praktisch. Weil mir damit mit einem Farmboard nicht über die Hälfte macht. Ja, und damit habe ich jetzt auch gerechnet, dass ein Ränkeschmied kommt. Für sie, was er bricht. Ich hoffe es einfach. Er bricht nicht. Und das ist schon mal ultra kacke. Kann ich mal genau so sagen. Das ist ultra kacke. Okay, ich muss im schlimmsten Fall muss ich was abwerfen. Ich bin unbedingt am Schlecht, aber ich jetzt ja. Also wenn mich jetzt nicht angreift, gehe ich danach per Teleport in Klefki. Ich glaube, das Beste, was ich machen kann. Dann kann ich einmal Schmarotzo hier. Oder kann ich einmal Lichtschild rausholen. Ach man, glaube ich nicht auf den Scout gegangen. Oder wenigstens rausgeteleportet. Thunderbolt, oder? Thunderbolt sollte aber eigentlich nicht fehlen.
Ja, das passt. Das passt. Brauche ich den zwingend? Hab ich hier schon eigentlich. Weil ich hier. Ich hätte den Monster auch anders gehandelt, würde ich sagen. Ich habe nur halt keinen Safe zwischen den Eruptionen dann, wenn ich ihn jetzt raus. Wenn ich ihn jetzt hier rausnehme. Ich gehe jetzt auf den Teleport. Wenn er subbt, ist es okay. Eigentlich. Er subbt nochmal, okay. Ich behalte meinen Lasho King. Und musste gar nicht riskieren, dass irgendwie mein. Dass irgendwie mein Klefki frisst. So, wir gehen in Klefki und gehen dann erstmal auf dem Lichtschild gleich. Glaube ich, oder? Wie viel macht denn der Klefki? Auf plus 2 ohne Lob. F-Blast macht 73%. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal das Lichtschild. Und danach kann ich dann den Sub mit V-Play brechen. Wenn ich nochmal Setup, ist es tatsächlich noch besser. Weil, dann macht er mir erstmal macht er nicht viel Schaden hier. Also, da, wir haben erstmal das Lichtschild jetzt draußen, das ist sehr gut. Denke ich mir nochmal. Okay, ja, passt. Sollte klar gehen. Jetzt breche ich ihm einen Sub in den V-Play und nach T-Wave ich den. Und dann sollte er eigentlich nicht mehr so eine große Gefahr sein. Sollte. So. Vorplay. Also ich habe jetzt Lichtschild draußen, der sollte eigentlich nicht zu viel machen. Also der macht natürlich jetzt trotzdem noch Schaden, aber. Okay, der ist auf Full. Der ist jetzt plus 6. Kann ich nicht irgendwo Lightscreen eingeben? Ich hab blöd. Hier doch Lightscreen. Plus 6, ne? Also mal so killen kann er mich nicht. Oh, plus 6. Jetzt T-Waven wir den Mann. Und am Schluss verliere ich hier vielleicht mein Klefki. Aber ich jetzt T-Waven kann und danach wieder ein VP raufbekomme, bin ich mit Klefki super zufrieden, weil er dann einfach ein plus 6 Mewtwo geendet hat. Vor dem her kann er eigentlich nichts sagen. So, Donnerwelle ist auch drauf. Heißt, er ist auch nicht mehr so ultra schnell. Donnerblitz sollte knapp 60% machen. Macht's auch. Jetzt V-Playen wir den Mann. Ich halt keine Hazards raus am Ende, ist blöd gelaufen, aber lieber habe ich das Ding gehandelt, als dass ich Hazards liegen habe. Ich mache die Welt mit einer Oblivion Wing. Ja, auf Level 100 soll ich weiter machen. 40 sind's. Okay. Halt Power. Schade. Marbitz geht durch und Klavion ist down. Kevin hat aber sich hier einen ordentlichen Job gemacht dann. Hat hier gerade im Alleingang quasi Mewtwo so weit gebracht, dass wir zwei mit einem im Team finishen können. Ich sehe aber gerade, dass das Oblivion Wing nicht safe reicht, glaube ich, auf der Range. Deswegen gehe ich in Knackack und drücke eine Dragon Claw, oder? Ich mach die. Chomp. IQ killt safe. Von dem her würde ich dann einfach wahrscheinlich das machen. Es kann natürlich sein, dass Bulu reinkommt. Aber dann ist wesentlich Mewtwo weg. Und ich werde aber jetzt unbedingt ein plus 6 Mewtwo hier einfach so rauswerfen will. Vielleicht mache ich auch was Dummes und ja. Auf jeden Fall, Klefki ist weg, aber dafür ist wahrscheinlich auch gleich Mewtwo weg. Und damit ist sein. Hat er auch seinen G-Max dabei? Nee, hat er nicht. Okay, wir haben hier ein G-Max freies Game. Weil ich habe meinen Slamberim nicht dabei und er hat seinen Pikachu nicht. Okay, das war Pikachu halt, ne? Hat er nicht dabei. Okay, aber immer schon gut gewesen, dass ich die 12 dabei hatte für sowas in Mewtwo hier in dem Moment. Ich hoffe mal, das wird hier auch aufnehmen, ne? Ja, okay, tut's perfekt.
Sonst hätte ich jetzt ein Problem, wenn meine Audio-Dinger nicht aufnimmt. So. Erdbeben und YouTube down. Perfekt. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Wie gesagt, dafür ist der Klefki weg, aber Klefki ist im restlichen Game nicht so wichtig. Der hätte für den Ohafni handeln müssen. Können. Aber Afim hätte er nicht machen sollen. Vielleicht noch Hellsatz legen. Das wäre noch der einzige andere Job gewesen, aber. Allein durch den Lightscreen hat er schon im Team unfassbar geholfen gerade. Weil ich eben YouTube besser handeln konnte. Jetzt kommt der gute Mann. Ich habe so das Gefühl, dass er mich Dracon will. So das ganz leichte Gefühl. Jetzt kommt schon mal kurz, wie macht er auf die Welt, weil. Mein Fairy ist halt down, das ist ein bisschen schwierig. Zumindest die Fairy, die ich dabei hatte. Level 100 soll ich wieder machen. Also, ein Draco ohne Damage Boosting Item macht mit 30% auf die Welt. Ohne Damage Boosting. Oder gehe ich erstmal lieber in Heim, da ich habe ja keinen Ice Move, ne? Chomp killt der halt wahrscheinlich, ne? Jetzt habe ich noch. Ich überlege halt sehr lange hier die ganze Zeit. Ja, Chomp killt der. Okay, ich gehe in die Welt. Darf der Mann mal ran. Du Schott will mich auf jeden Fall mit Dragon Meteor nicht können. Draco, ja. Hatte der Damage Boosting? Sehen wir dann gleich. Da ist kein Damage Boosting Item und ich gehe auf Oblivion Wing. Oh, Iveltal, so ein. Dieses Viech ist so cool, Alter. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an, den Mann. So ein Macher. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich Koba, weil er einen Knockoff erwartet. Und jetzt frisst das Ding halt in Oblivion Wing. Ich war sogar teilweise überlegen, ob ich auch einen Heatwave draufpacken soll, weil. Ob ich jetzt Finsauer unbedingt brauche oder sowas, aber. Und mir so jetzt lieber am Ende. Benjamin, das ist dieser wahrscheinlich Koba, ja. Den hat er sich wahrscheinlich extra dafür gebastelt. Ob der in den Wing kommt. Sehr schöne Animation. Das scheint mir Spätzle zu sein. Liege ich da richtig? Auf Level 100 hier, weil ich aus irgendeinem meinen ganzen Monster auf Level 50 drin habe. Yo, der ist Spätzdiff. Der ist Spätzdiff, der Mann. Der ist richtig Spätzdiff. Also, entweder ist der Full Spätzdiff oder hat eine EV. Ich tippe mal eher auf Ersteres. Ich gehe in Heal. Und haue dem Ding Feuersturm ins Gesicht. Dann wäre eher ein EQ. Eins von beiden. Noch aufschreiben. Full Speed Death. Wir haben einen Hafen hier ohne Damage Boost. Lass was safe im Hinterkopf haben. So, hier kommt der V-Switch. Was kommt? Steinkante? Ja, okay, Steinkante. Die auch noch misst. Die hat in dem Moment auch nicht arg viel gemacht. Ich werde den Mann hier, also Feuersturm wäre besser, wenn der reinkommt. Ich habe Feuersturm. Es könnte jetzt auch sein, dass Bulu reinkommt. Das wäre für ihn persönlich das Safeste. Wenn er einen Feuersturm kommt, dann drückt er ihm halt schon gut. Und ich weiß nicht, was er mit seinem Cobra groß gegen meinen Chomp machen will. Der ist jetzt nicht so, dass der sonderlich arg viel machen könnte, aus vielleicht einen Close Combat drücken. Close Combat soll wirklich das Beste sein, glaube ich, was der gegen Jump machen kann. Shiny, das ist sein Bulu, perfekt. Und unser Feuersturm kommt. Und er misst auch, okay. Wir werden jetzt also auch nicht sehen, ob das Ding irgendwie ein Gift-Team, ob ich den einfach Gift-Team kann. Das ist jetzt natürlich kacke. Ich gehe in Loki. Der ist ja quasi extra für Bulu dabei.
Vielleicht kann er den nicht alleine handeln, aber kann vielleicht schon mal, man kann dieses Feld schon mal zu herausfinden, was der so macht. So, Crobat brauchen wir mal gegen Bulu. SD Bulu wäre natürlich schmerzhaft. Mit Dolch tanken wir aber. Netz tanken wir. Also, dass ich eine Element Life of Storm Edge kann Crobat tanken. Und das ich glaube ich sogar gegen müssen. Perfekt. Holzgeweih, ja, der macht nichts. Das macht nothing. Jo, ich U-Turn jetzt auf den. Und da, U-Turn nicht auf den, aber durch den Brave Bird ins Gesicht. Wir haben auch kein Life Orb gesehen. Wäre schon mal ganz wichtig zu wissen. Wir können natürlich jetzt auch gechoiced sein, aber ich gehe auf einen U-Turn hier. Ja, er geht raus. Was kommt? Heatran? Damien, lass du Heatran sein, oder? Boah, nee, der ist es, okay. Es ist Nidokani. Nidokani. So, gehe ich jetzt in Slowking? Das soll Slowking eigentlich nicht killen können. Wollte ich gehen. Aber ja, wir haben das. Ich könnte auch in Heimlei gehen, einfach das Ding Zen-Head-Button. Da hat er sich nur ein Switchen rein. Und das ist ein Mon, was gegen Kampf weak ist. Ja, dann gehen wir den Heimdall, er kann jetzt nicht riskieren, dass er in Heatran rausgeht. Das wäre sehr ballsy. Hier in Heatran rauszugehen. Ich gehe auf den Zenhead-Butt. Könnte ich auch. Ich hätte knocken sollen. Fuck, ich hätte knocken sollen. Knock wäre so gut gewesen. Knock wäre so gut gewesen. Knock wäre gerade so gut gewesen. Ich gehe jetzt übrigens safe davon aus, dass sein Bulu gechoiced ist, nachdem es irgendwie kein Life Orb oder das heißt, es könnte ja auch AV sein. Ich habe den Damage nicht gekillt auf den Hornleech. Scheint aber Full Attack Damage einfach zu sein. Also entweder gescarft oder AV. Hier gerne Feuerstunden Damage gesehen. Sehr gerne Feuerstunden Damage gesehen. Das will ich ja ganz mit dem Zenhead-Butt Damage auf Nidoking sehen. Er geht raus, ja. Flipper, das war. Ja, und der frisst jetzt. Der frisst jetzt. Zenhead-Butt. Warm, Junge. Okay, Atushan können wir ihn leider nicht. Ich gehe in Odin, glaube ich, oder? Nee, ich gehe in Odin. Wenn wir noch ein bisschen Belegekraft hier holen können. Der muss sich aber ein bisschen hochkommen, der Mann. Der muss ja einen hochbekommen. Da kommt zurück. Odin kommt rein. Kehrtwende. Okay, die soll aber nicht so viel machen, oder? Es geht. Bulu kommt jetzt wahrscheinlich zu dich mehr. Jetzt weiß ich, ob ich in Bulu wieder in X-Bad gehe. Wenn er kann natürlich jetzt blicken. Er weiß ja nicht, dass mein Switchen ist dafür. Es wäre schön, Klefki noch zu haben, glaube ich. Es wäre sehr schön. Bulu. Hornleech. Kein L.O. So. Yutin haben wir noch gar nicht gesehen, glaube ich, ne? Yuking haben wir, glaube ich, auch noch nicht arg viel von gesehen. Jetzt kommt der Mann. Jetzt, wo ich in der Range bin, dass mich ein T-Bot unter Umständen killen kann, glaube ich. Oder? Slowking. Gegen ein Life Orb Nidoking. Ey, for real. Life Orb Thunderbolt. Macht auf mein Slowking. Ah, nee, der Last Ring ist noch drin, okay. Dann kann es liegen. Okay, macht 46%, also da kann ich nicht drin bleiben. Schwierig.
ganz ballsy in Heal gehen. Ganz ballsy. Und ich gehe einfach in Heimdall. Ja, ich gehe in Heimdall und drücke einen Knockoff. Heimdall, der hat eine gute Spätzle, der Mann. Erdkräfte sollte eigentlich tanken. Ich habe kurz, ob ich in die Welt gehen soll, aber es wäre ein bisschen zu viel gewesen. Ich gehe auf den Knock. Dann hat er wenigstens sein Life-Op nicht mehr. Hat er sein Lob nicht mehr? Dann. Ja, dann macht er auch Stoking weniger Schaden. Jetzt Stoking auch wieder auf einer relativ guten Range, die ich ihn rausgeholt habe. Knock kommt. Macht guten Schaden. Es hat sich gescarft, okay. Ja, damit ist unser Scarfer jetzt weg, leider. Ich weiß, er nicht gescarft ist. Was auch eine gute Erkenntnis ist. Wie macht die Weltteil den Mann? Die Weltteil wächst ja wahrscheinlich schon weg, ne? Ja, also. Aber ich gehe in Heal. Und ich gehe auf den EQ, weil ich denke, dass er drin bleibt. Ich denke, dass er drin bleibt. Und wenn er jetzt in Bulu geht, weiß ich wenigstens, dass ich den mit Dragon sehe ich vielleicht schon, dass der irgendwie Lefties hat oder was, dann kann ich dem nicht den Gift Heap ins Gesicht zimmern. Na, verkehrt. Okay, ja, klar. EQ und Nioking ist weg. Sehr, sehr schön. So. Ich würde eigentlich gerne mittlerweile die Welt in meinen Position bringen. Dafür ist aber hier noch etwas zu viel Koba unterwegs. Will ich den jetzt einfach Drake. Was mache ich? Wenn er wieder U-Turn ist, halt auch kacke, ne? Ich gehe in Loki, glaube ich, oder? Ja, ich gehe in Loki. Ja, Draco kann ich dagegen boosten, weil ich eh schneller bin. Ja, Draco kommt. Der war wie gesagt nicht Damage boostet, der sollte mich also auch nicht killen können, der Draco. Na, kann ich gegen boosten. Ja, ich kann es einfach gegen boosten. Er kann von mir sonst auch U-Turn. Ich booste jetzt einfach und. Ich gehe jetzt mittlerweile sehr stark davon aus, dass es ein Heavy Duty ist, glaube ich, oder? Ja. Das sollte eigentlich ein Video sein, wahrscheinlich auch so ein Leaf-Folger. Ich will mir jetzt auf jeden Fall, also ich will jetzt halt Lashoki nicht mehr so weit anschippen lassen, weil irgendwann wird es wahrscheinlich passieren, dass sein. Okay, er boostet auch. Er ist schneller als ich. Jetzt gehe ich auf den Brave Bird. Im besten Fall sein Cobra runterchippen. Im besten Fall. Ich tippe aber schon, dass er eher in sein Dinger gehen wird, in seinen Heatron. Jan kommt rein, das ist Heatran, okay. Auf den kann ich jetzt U-Turn und kriegt mein Slowking rein. Will ich einen Flame Buddy? Okay, passt.
Return kommt. Das stirbt natürlich auch noch ein bisschen weiter an. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie viel habe ich denn gerade etwa gemacht mit Crobat. War es Full HP Damage oder? Ja, sieht nach Full HP Damage aus, tatsächlich. Kommt vom. Wie viel Recoil? Sehe ich das? Ja, kann ich das irgendwie immer. 30 bis 36. Ich habe 50% Recoil bekommen. Das müsste ja ein bisschen mehr sein, oder? 30 bis 36 müssen also 18 Recoil. Ich war eh schon ein bisschen angechippt von dem, da passt das. Ich gehe in Odin. Wenn jetzt Magma Song kommt, ich habe meine Wechselhülle, das passt schon. Kann ich mitarbeiten. So. Flammensturm. Okay. Das ist kein Magma Storm, das ist nur ein Lava Plume, das passt. Vielleicht burnt er mich jetzt. Das ist ein Crit, der macht einfach absolut nothing. Ich score die. Oh, ich beeiße mich jetzt tatsächlich, weil ich hier vielleicht so einen Zuschauer rechne. Wenn er jetzt hier nicht irgendwelche Sachen mit. Also ich könnte. Was auch passieren könnte, ist halt ein Solar Beam jetzt. Solar Beam mit Power Herb. Könnte auch passieren. Oder eben Switch Out. Und dann sehe ich tatsächlich am ehesten Bulu und dem Eisenmann rein zu klöppeln, wäre tatsächlich ganz cool. Wenn die Frage, was er jetzt macht. Also Slowking macht da halt nichts, weil Slowking full Spätzlef ist. Verhöhner. Okay, I see what you want to do, my Gutster. Du willst hier mich gleich Lavasturm drücken und habe ich aber kein Problem mit, Bruder. Oh. Sorry. Ja, okay, wir schlagen den Idiot wieder auf, das passt schon. Alles cool. Ah, schön. Schön. Erstes Game, Guardiel und direkt der Freeze. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ach du Kacke. Hätte man auch mal Panzer gespielt, wenn er das überhaupt kann. Das heißt ja die vor einem Frierenschutz, glaube ich, ne? Ja. Beste Draftliga-Fähigkeit übrigens. Magma Panzer beste, weil dumme Freezes sind eine der schlimmsten Sachen überhaupt. Siehe UET, sie sind 1 bei mir. Ja, also, die Scald, wir warten. Was war. Ja, bleibt da drin oder. Okay, geht tatsächlich raus. Kommt jetzt hier Bulu? Flipper, das. Okay. Okay. Nicht mehr andersrum gedrückt, ne? Es tut mir leid. So, ich werde mal, was der mir machen will. Ich will auf den Ice Beam. Vielleicht will er jetzt hier irgendwie U-Turn-Damage nochmal mitnehmen oder sowas. Kann natürlich auch passieren. Ich habe auf den Ice Beam, falls er mich attackt. Oshiki ist auf einer okayen Range gerade. U-Turn bringt ihn so, dass ich den vielleicht einmal rauswechseln muss. Dann ist er wieder auf Range. Das passt ja alles. Vor allem, wenn er jetzt noch geburnt ist, das sind 30%, ist die Hälfte vom Schaden am Ende. Also auch nicht sonderlich viel. Mission kommt, die macht halt nothing jetzt. Wer kommt, Bulu oder Heatwim? Vorher sehe ich hier nicht kommen. Jan. Ist Heatwim, okay. Korrekt, mein Taunt wirkt nicht mehr. Da ich will mich jetzt vielleicht auch taunten, wenn er jetzt auftaucht direkt, unter Umständen. Also scroll ich den jetzt einfach. Ja, jetzt taut er wenigstens auch auf. Wer ist vor allem drin geblieben? Er hat sich direkt aufgetaucht. Boah, das macht guten Schaden. Also, for real, dicke Sorry für den Freeze, aber anderes Spiel, deswegen tue ich es trotzdem nicht. Wer den jetzt behalten? Boah, geht da raus. Ich geh auf den Ice Beam nochmal. Also, ich bin fünfmal wichtig, dass er rausgeht. Er geht nicht raus, drückt den Verhöhner. Heißt, er wird mich wahrscheinlich dann wieder Magma Storm. Ist für mich okay. Vielleicht freeze ich ihn ja wieder, wenn er mich jetzt getauntet hat. Kann ja passieren. Wäre es nicht das erste Mal. Ich habe drauf gewartet, aber passiert natürlich nicht. So, und jetzt wird hier gescaldet. Ich kill ihn jetzt.
Flammensturm, ja. Bisschen Chip ist nochmal. Natürlich blöd, aber. Okay, der Burn. Ja, soll er haben. Ich habe auch gerade mit 30% seinen Waffling geburnt und Heatwind ist down. So, was ist alles hier getan? Wenn Bulu, also ich, er hat einen Scarfer bisher revealed. Das war sein Nidoking. Falls Bulu auch gescarft ist, wird er eigentlich von X-Bad gehandelt. Sonst kill ich ihn eigentlich mit einem Gift-Heap von Chomp. Koba kill ich auch mit Chomp. Heißt, Bulu ist noch das einzige Problem, was ich habe. Anyway, heißt, You Have Nas ist noch das einzige Problem, was ich habe. So, was macht er denn jetzt? Sein Shiny, sein Bulu ist da. Gehe ich jetzt in Loki? Mit Loki würde ich halt perfekt auf so Sachen wie Close Combat, auch wenn er was drücken sollte, oder halt ein Woodhammer reagieren können. Jetzt eine Steinkante kommt, aber er hat kein Life Orb. Dann ist er jetzt gebandet. Ist er gebandet? Der Schaden vor dem Hornisch, das war kein Bandit Damage. Der hat wahrscheinlich dann, wenn er Damage Boost hatte, hat er es gut versteckt. Keine, ja, aber. Oh, das war ein Low-Roll vorhin, aber ich tippe mal, dass es hier kein Damage Boost Item ist. Steinkante kommt, aber. Ich sollte aber nicht killen. Ja, die macht nicht so viel. Aber ich kann mich jetzt gegenrüsten. Das war, glaube ich, knapp nur die Hälfte. Und das macht ich, kann ich bei gut gegenhalten. Ich muss X-Bad nur auf etwas so eine Range halten und geht eigentlich alles klar. Der hat aber tatsächlich keinen Damage Boost. Das ist kein Damage Boost, der Mann. Vielleicht dann will ich AV? Ist der AV? Also, wenn wir jetzt hier. Schlussendlich ein Bulu, was wahrscheinlich EV ist, wenn ich das jetzt so sehe. Wir haben einen Boots Uhafnia und ein Spätstiff Koba. Vielleicht mit Choppelberry oder mit oder Antikampf-Lehrer, eins von beiden. Wird wahrscheinlich sein, tippe ich mal. So, ich habe mich jetzt voll. Auf welcher Range ist ein. Okay, der ist voll, perfekt. Will ich auch noch gescarft sein, also vielleicht zwei Scarfer zockt. Wie viel Ma. Mein Chomp mit Poison Jab gegen einen Bulu. Der killt halt. Safe. Zusammen. Wenn er Full HP ist, killt er auch noch safe. Ich auf den U-Turn jetzt. Kann er gerne weiter edgen, wenn er Bock drauf hat. Ist mir ein bisschen zu edgy hier. XD. Weil wenn er geslappt ist, wäre er auch lang. Was ist denn der, hat denn der für ein Item? Jetzt ein Heal. Ja, Edge kommt nochmal. Jetzt misst sie auch. Ich will jetzt auch ein Gift-Heap. Wenn jetzt ein Koba geht, drücke ich dann auch in die. Drücke ich dann nachher ein Feuer oder was. Oder EQ, falls dann schon zwei weg ist. Ich weiß nicht, wie lange es schon wieder draußen ist. Was macht er jetzt? Gift-Heap kommt. Er hat die Anti-Gift-Beere, okay. Interessant. Und das ist es auch. Macht immer noch sehr guten Schaden. Aber killen soll mich jetzt trotzdem nicht damit. Oder? Aussetzer. Ja, okay, Feuerblast ich den halt jetzt, ne? Keiner. Aber cooles Thread auf jeden Fall. Cooles Thread. Vor allem mit Aussetzer danach noch. Durch einen Feuersturm. Und der killt nicht. Sad. Sad. Holzgeweih. Ja, es soll nicht so viel heilen. Weil jetzt auch die Rauchhaut dazu kommt. EQ killt aber wahrscheinlich nicht, ne? Also ich muss nochmal auf den Feuersturm-Hit gehen. Oder ich gehe in Expert. Oder, ja okay, das Gas fällt weg. EQ killt.
Okay, geht tatsächlich raus. Kommt Koba oder kommt... Okay, der Mann kommt. Der Mann kommt. Soll ich jetzt hier wirklich auch mal auf die U-Turn bilden? Soll ich auf die U-Turn bilden oder soll ich es einfach lassen? Ey, for real, ich bin ja hier relativ in der... Ich gehe in Loki. Ich gehe in Loki, das passt. Wenn wir Draco der mich jetzt, ich kann mich dann irgendwie wieder hochheilen. Oder er... Ja. Oder U-Turn und machen ihm so viel Schaden. Das waren 3 KP jetzt oder so. Okay, ja, von einem Burnt Warfen hier. Das war ein Crit, perfekt. Ja, von einem Burnt Warfen hier auf einen Fist of Expert. Das soll natürlich klar sein, dass die Sonne nicht viel macht. Dann geht in die Aufnahme gerade schon. Haben wir wahrscheinlich gedankt vorher. Also 36 Minuten. Okay, der Mann kommt. Ich gehe auf Full, danach gehe ich raus. Weil jetzt auch eine Edge sollte mir nicht so viel machen. Er kann mich mehr so. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn er mich jetzt irgendwie anfängt hier zu paran oder sowas. Ich habe dank. Ich habe jetzt mit der X-Bat das Bulu lang genug abfangen können. Ich weiß jetzt auch, was das Ding für ein Item hat. Kann ich jetzt auch mit meinem Gift-Tip einfach killen. Ein Schädel kommt, mich macht der. Nicht sonderlich viel. Ich kann jetzt raus U-Turn. Gehe meinen Chomp gleich. Und drücke einfach eine Drachenklaue. Und ich jeden Chomp und drücke einen Gift-Tip so rum nochmals. Oder? Hoffe ich, soll die Drachenklaue drücken. Drachenklaue. Wollte ich aber auf den Fire Blast. Dann habe ich den Heal. Die Todesgöttin. Ein Schädel. Ja, Rauter. Ist noch Rauhautschip, mein Gutster. Da ein Klaue. Gib mir den Flipper. Gib mir den, Mann. Wenn jetzt Flipper kommt, habe ich das. Geht schon mit 5 Kills raus. Wenn jetzt Flipper kommt, geht schon mit 5 Kills raus. Das ist relativ safe jetzt. Das Ding ist halt, bei jedem hier wird jetzt ein Move, den ich irgendwie drücken kann, wird von denen komplett resisted. Drachenklaue, von dem Hafen wird vom Voodoo immunisiert. Komm, Flipper. Flipper, ja, okay, das ist ein 4-0. Und Chomp geht mit 5 Kills raus. Macht er sehr gut. Wobei natürlich, jetzt kann er nochmal das Feld rausholen, nach dem Koba gehen. Ich krieg jetzt aber einen Fireblast gleich gegen Bulu. Ja, das macht. Vielleicht droppt dann Chomp, aber am Ende machen das halt dann. Ja, jetzt holen wir nochmal das Feld raus. Ja, durch das Gras kommt. Ich gehe jetzt einfach auf den Fireblast. Geht auch. So. Jetzt ist die Frage, Koba... Chomp gegen Koba im Feld. Wenn Koba so auf knapp 50% ist, wahrscheinlich kill ich den nicht. Tippe ich mal. Im Grassy Terrain, ja, 50% knapp. Fireblast macht 70. Roundabout. Auf den Fireblast, oder? Ja. Also der macht mit dem Iron Head hier, wenn er den wieder drückt, macht er mir 160. Anyway, das ist auf Level 100 jetzt. Level 50. Macht der Iron Head hier 57 bis 67. Wenn es sein einziger Take Move ist, dann killt er mich auch nicht. Ich kann auch einfach auf die Q jetzt hier gehen. Sandtuchklinge, okay, der soll mich aber auch nicht killen, glaube ich, oder? Ja, der killt mich nicht, aber der ist natürlich schneller. Und damit bringt er sich selbst in die Range. Perfekt. Da hatte ich so viel Speed, dass er schneller ist als schon. Interessant. Jo, auf jeden Fall. Dann ist er wahrscheinlich doch AV gewesen. Ja, dann war er wahrscheinlich doch AV. Dann war es ein AV-Set mit Full HP und das ist halt dann für meinen E-Belta. Und GG an Fuchsel, das war ein 4-0. War ein cooles Game. Hat Bock gemacht. Weiß, wie es bei ihm war, vor allem der Freeze war halt.
unlucky am Ende, da ich in Heatwind halt nicht so viel Strahlpower gehabt am Ende, was es vielleicht hätte haben können. Wobei halt Wind Freeze wäre wahrscheinlich drin geblieben und danach hätte ich halt den, hätte ich ihn wahrscheinlich gescaldet. Wenn er mich dann irgendwie Flammensturm hätte wollen, von dem her wäre das jetzt auch nicht so der große Unterschied gewesen, tippe ich mal. Also es wären vielleicht irgendwie 20 KP mehr auf Damage auf meinen Lashok hin gewesen. Aber for real, wir gehen ja raus und schon mal also im ersten Spieltag einfach direkt mal kurz hier irgendwie kurz mal hier die 5 Kills rausgeholt. Gutes Mann. War ein guter Draft. Mein Last Pick. Ja, also, Leute. Ich würde sagen, dann verabschiede ich mich mal für den ersten Spieltag. Bei einem Rahmen muss ich mal noch schauen, wie das aussieht. Ich will mir vielleicht noch einen machen. Oxen mal jetzt, was der absolut scheußlich aussehen würde. Passiert. wir gucken mal, ob ich einen mache, damit meine Cam auch nicht so mittendrin hängt, sondern ein bisschen außerhalb. Man sieht auch, welche Monster noch am Leben sind, auch welches, glaube ich, heute einigermaßen moderiert habe, wer noch am Leben ist und sowas. Und ich hoffe, es hat mal ein cooler Kampf für euch gefallen hat. Also eigentlich hat dieses Mal hier auch eine Rolle gespielt. Ihr werdet aber wahrscheinlich sogar die wenigste als Uber hier im ganzen Ding. Geld wahrscheinlich auch nicht so unbedingt die größte. Jump wahrscheinlich die größte. Dann wahrscheinlich X-Bad, Slowking, Klefki in der Reihenfolge. Also Klefki hat halt Mewtwo hier gehandelt. Was man erstmal schaffen muss als kleiner Stahlfeenschlüssel. Ne? Muss man erstmal schaffen. So, also. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch die anderen Kämpfe an von den Leuten, die halt auch uploaden. Ja, und ich hoffe, es war ein cooler erster Spieltag. Ich weiß, also sagen wir so, ich nehme auf 3 Tage vor der Teamvorstellung. Das habe ich ja auch schon im Teambuilding gesagt, dass wir ein bisschen früher aufnehmen gerade. Ich weiß auch nicht, wie die ganzen Spieltage aussehen. Ich habe nicht meine ganzen Teams im Kopf leider. Also auf jeden Fall viel Spaß und